Ich komme zur Partei, Bergpartei, die Überpartei, Zusatzbezeichnung öko-anarchistisch real-dadaistisches Sammelbecken, B. Stern. Ist ein Vertreter der Partei anwesend? Hallo, mein Name ist Benny, bürgerlich Benjamin Richter. Ich bin Mitglied der Bergpartei, die Überpartei. Ich begrüße Sie, Mitarbeiterinnen des Statistischen Bundesamtes und Bundeswahlausschussmitglieder und Gäste. Mit mir steht unsere Kanzlerkandidatin Rafi Hadisadeh Hazi, unser Aspirant Maximilian Grossmann, der Vorsitzende Rico Czarnke, Generalsekretärin Jan Theiler und stellvertretende Vorsitzende Julia Oppenauer. Mhm. Noch ein Wort zur Repräsentation. Wenn wir anfangen, ich wollte vom Ablauf her auch, Herr Richter Kurz, hier nur Ihren Namen und Ihre Funktion. Ich glaube, das haben Sie hinreichend jetzt dargestellt. Wir kommen nachher nochmal, wenn ich die Prüfung hier der Beteiligungsanzeige Ihnen vorgetragen habe, können Sie dann nochmal auf Fragen des Bundeswahlausschusses dann entsprechend dann auch antworten. Ja, super. Vielen Dank. Ich komme zum Ergebnis der Vorprüfung der Beteiligungsanzeige. Die Vorprüfung der Beteiligungsanzeige hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. In Bezug auf den Umfang und die Festigkeit der Organisation lässt sich feststellen, dass die Vereinigung über zwei Landesverbände verfügt. Die Vereinigung hat darüber hinaus zwei weitere Untergliederungen. Die Aufnahme in die beim Bundeswahlleiter geführte Unterlagensammlung 2012 erfolgte. Bislang jedoch keine Rechenschaftsberichte der Vereinigung veröffentlicht. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut nicht mit Nachweisen belegter Angabe der Vereinigung derzeit 257. Beim Bundesparteitag am 21. Februar 2017 waren ausweislich des Protokolls 20 Mitglieder anwesend. Bezüglich des Hervortretens in der Öffentlichkeit lässt sich feststellen, dass eine Teilnahme an der Bundestagswahl 2013 und an den Landtagswahlen 2011 und 2016 in Berlin erfolgte, die Vereinigung öffentlich in Erscheinung getreten ist durch Organisation eigener und Teilnahme an fremden Veranstaltungen, Berichterstattung in den Medien und Wahlplakate. Als Nachweise wurden Fotos und eine Liste von Medienberichten vorgelegt. Die Vereinigung hat außerdem angegeben, sich in verschiedenen Bündnissen bundesweit zu engagieren. Ja, Herr Richter, wünschen Sie jetzt erst zu meinen Ausführungen noch mal das Wort? Erstmal zur Mitgliederzahl, die ist stark gesunken. Wir sind jetzt bei 229. Wenn ich die Mitgliederliste übergeben dürfte. Ja. Danke, Frau Berghofer. Obwohl wir natürlich solidarisch sind mit den kommunistischen Genossinnen, die aufgrund der historischen Erfahrungen sich weigern, die Mitgliederliste zu übergeben, den staatlichen Stellen. Wir sind eine anarchistische Partei. Wir sind hervorgegangen aus der Bergpartei und der Überpartei Deutschlands, die sich 2005 schon gegründet haben. Und ich bitte Sie anzuerkennen, dass die Leistungen der Vorläuferorganisationen mit einzubeziehen sind. Also sind wir 2005 zur Bundestagswahl angetreten. Ich fange mal mit den Antritten an, die zu ergänzen. 2005 zur Bundestagswahl, als wir nicht zugelassen wurden, dann unsere KandidatInnen parteilos.
2006 zur BVV und zum Abgeordnetenhaus mit einem Wahlerfolg von 6,5% im Wahlkreis 5 in Friesheim-Kreuzberg. 2009 zur Bundestagswahl wieder nicht zugelassen, parteilos angetreten und mit Plakaten und Großstellwänden im Wahlkampf interveniert. 2011 zur Abgeordnetenhauswahl, dann schon nach der Fusion angetreten. 2013 das erste Mal zur Bundestagswahl zugelassen und mit einem Direktkandidat angetreten. 2016 zum Abgeordnetenhaus haben wir kandidiert in Berlin. Mhm. Okay. Genau. Ja, vielen Dank, Herr Richter. Sind Fragen seitens der Mitglieder des Bundeswahlausschusses an? Ich freue mich sehr über Fragen. Fragen Sie bitte was. Ja, ja. Ja, Herr Professor Brenner, bitte. Ich wollte nur mal kurz nach dem Parteinamen fragen. Jetzt ist es, ja. Mir kommt es ein bisschen irritierend vor, dass Sie zwei ausschalten. Also, verwenden. Jetzt scheint es zu gehen. Dann probiere ich mal meins. Das wird jetzt auch wieder funktionieren. Also gut. Ich fange nochmal von vorne an. Mir kommt es ein bisschen irritierend vor, dass Sie zweimal den Begriff der Partei in Ihrer Parteibezeichnung verwenden. Bergpartei, die Überpartei. Und Sie hatten gerade gesagt, dass die Überpartei, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2005 aus der Bergpartei hervorgegangen sei. Das passt für mich noch nicht so ganz zusammen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern. Also die Bergpartei hat sich im Juli 2005 gegründet im Palast der Republik, als der zwischengenutzt wurde von einer Künstlerinnengruppe. Da gab es einen Berg, der von den Treppen übers Dach hinaus reichte. Deshalb heißt die Bergpartei, die Überpartei, hat sich in der gleichen Woche im Haus der Demokratie und Menschenrechte gegründet. Und die Parteien haben 2008 die Fusion beschlossen, haben sich 3 Jahre um den Namen gestritten und jetzt heißt sie seit 2011 Bergpartei, die Überpartei. Okay, ja, vielen Dank. Sind weitere Fragen? Wenn nicht, komme ich zu meinem Vorschlag. Ich schlage vor, die Bergpartei, die Überpartei B Stern, als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Ihr Votum durch Handzeichen. Wer ist für die Anerkennung? Das ist einstimmig. Ich trage das Ergebnis vor. Die Vereinigung ist als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, dass sie insbesondere durch 2 Landesverbände und 2 weiteren Untergliederungen ca. 229 Mitgliedern Teilnahme an 2 Landtagswahlen in Berlin und ihrem sonstigen Hervortreten in der Öffentlichkeit die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt. Vielen Dank, dann kann es ja losgehen. Ja. Ich rufe auf als nächstes Bayernpartei BP. Ist ein Vertreter der Partei anwesend? Nein. Die Vorprüfung der Beteiligungsanzeige hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. In Bezug auf den Umfang und die Festigkeit der Organisation lässt sich feststellen, dass die Vereinigung über einen Landesverband verfügt, ausgehend vom Jahr 2000 Rechenschaftsberichte für 2007 bis 2014 veröffentlicht wurden. Die Aufnahme in die beim Bundeswahlleiter geführte Unterlagensammlung 1969 erfolgte. Die Zahl der Mitglieder beträgt nach dem Rechenschaftsbericht